Es geht los, es geht los. Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dreht sich alles um das Thema Heißhunger. Ja, ich glaube, Heißhunger kennen wirklich alle von euch. Und Heißhunger ist leider auch das Problem, wieso ganz, ganz viele das gesunde Abnehmen nicht schaffen. Man macht dann meist ein bisschen so den Kühlschrank auf, schaut mal hinein und greift dann meistens zu irgendetwas Süßen, Ungesunden und meistens auch noch Kalorienhaltigen. Und das Problem, genau diese Lebensmittel machen einen dann wieder erst nur für kurze Zeit satt. Ich zeige euch heute ganz, ganz einfache Tricks, wie man erstens mal gar keinen Heißhunger erst bekommt und wenn er mal da ist, wie man am besten damit umgeht. Ja, diese Tipps sind einfach wirklich perfekt, auch wenn ihr abnehmen wollt und natürlich auch, wenn ihr einen gesunden Lebensstil pflegen möchtet. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem ersten Tipp. Ich habe nämlich übrigens 10 Tipps für euch und der erste Tipp ist, Heißhunger mal generell nicht zu ignorieren. Denn Heißhunger ist für den Körper ein überlebensnotwendiges Signal. Ganz typisch ist der Heißhunger nach geistiger oder körperlicher Anstrengung oder aber auch nach langen Essenspausen. Aber ganz oft ist es auch so, dass der Körper einfach nach irgendeinem bestimmten Nährstoff verlangt. Bei wenigen ist es der Fall, dass es durch irgendwelche psychischen oder physischen, also körperlichen Krankheiten abhängt oder auch hormonellen Veränderungen. Also da wird dann schon geraten, den Arzt aufzusuchen. Aber meistens ist Heißhunger einfach das Zeichen, dass der Körper nach irgendeinem Nährstoff verlangt. Also generell einfach mal den Heißhunger nicht ignorieren, sondern einfach mal herausfinden, was könnte denn jetzt die Ursache sein? Habe ich Hunger oder es ist einfach eine Heißhungerattacke oder was ist denn gerade eigentlich los? Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Tipp Nummer 2. Trinken. Denn ganz, ganz oft bekommt man einfach nur Heißhunger, weil der Körper nach Flüssigkeit verlangt. Also das heißt, bevor ihr euch gleich auf den Weg zum Kühlschrank macht, trinkt einmal ein großes Glas Wasser, am besten Wasser natürlich. Denn ja, der Körper braucht einfach ganz oft Flüssigkeit und deshalb bekommt man so ein Gefühl, als hätte man Hunger auf Nahrungsmittel. Also gerade wenn man abnehmen möchte, aber nicht nur beim Abnehmen, sondern auch einfach für einen gesunden Körper, ist viel Trinken einfach ganz, ganz wichtig. Es macht auch eine schöne Haut, regt den Stoffwechsel an, also bevor ihr zum Kühlschrank geht, trinkt etwas. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Tipp, Tipp Nummer 3. Und zwar ist auch ganz, ganz einfach, bewusstes und wirklich langsames Essen. Denn ganz oft entstehen Heißhungerattacken, weil der Körper das gerade Gegessene noch gar nicht gesättigt bzw. verdaut hat. Ganz, ganz oft ist es so, dass man viel zu schnell isst bzw. unbewusst isst, zum Beispiel neben dem Fernsehen, sollte man gar nicht machen. Und dann bekommt der Körper einfach nicht das Sättigungsgefühl entwickelt. Das heißt, er merkt noch gar nicht, dass er eigentlich satt ist, dass er eigentlich gerade gegessen hat. Und so bekommt man schon die nächste Heißhungerattacke. Also nehmt euch wirklich Zeit beim Essen, schlingt es nicht irgendwie schnell runter. Nehmt euch Zeit und esst bewusst und nicht irgendwie unbewusst ganz, ganz viele Kalorien. Wie zum Beispiel, man greift einfach in die Chipspackung neben dem Fernsehen und isst dann ganz, ganz viele unbewusste Kalorien. Aber man isst sie ja trotzdem. Tipp Nummer 4. Regelmäßige Mahlzeiten zu sich nehmen. Ganz, ganz oft, das habe ich ja vorhin schon gesagt, gehen Heißhungerattacken mit dem Ich möchte abnehmen einher. Das heißt, was macht man dann? Man denkt sich, naja, lasse ich doch heute mal das Mittagessen aus. Aber das ist genau das Falsche. Also macht wirklich eure regelmäßigen großen Mahlzeiten. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Denn wenn ihr etwas auslasst, dann, was passiert dann, ist plötzlich euer Blutzuckerspiegel im Keller und dann greift ihr wieder zu irgendetwas Ungesunden, Süßen, Kalorienreichen, weil einfach euer Körper nach etwas, ja, Zuckerhaltigen oder irgendetwas verlangt. Ja, und so habt ihr eigentlich genau die Kalorien wieder oben, die ihr vielleicht beim Mittagessen gerade ausgelassen habt. Also lasst wirklich die Mahlzeiten, die drei Hauptmahlzeiten nicht aus. Tipp Nummer 5. Die richtigen Lebensmittel zu sich nehmen. Also wenn es vor allem jetzt um die Hauptmahlzeiten geht, ist es ganz wichtig, dass sie erstens mal proteinreich ist. Nicht nur, weil sie lebensnotwendig sind und weil sie einfach für den Muskelaufbau essentiell sind, sondern weil sie euch auch viel, viel länger satt halten.
halten. Das heißt, so setzt auch eine Heißhungerattacke nicht zu schnell ein. Und wenn ihr zu Kohlenhydrate greift, was jetzt nicht verboten ist, aber wenn ihr Kohlenhydrate isst, dann schaut wirklich, dass ihr mehrkettige Kohlenhydrate isst, also komplexe Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Vollkorn oder auch Haferflocken, alles was einfach mehrkettig ist und nicht jetzt wie einfache Kohlenhydrate wie Nudeln, Weißbrot und so weiter, denn die kommen ganz, ganz schnell in eure Blutbahn. Das heißt, der Körper nimmt ganz, ganz schnell die Energie von den einfachen Kohlenhydraten oder auch Zucker zum Beispiel. Und dadurch lässt es den Blutzuckerspiegel ganz, ganz schnell nach oben schießen. Aber was passiert? Er fällt auch wieder ganz, ganz schnell runter. Bei mehrkettigen Kohlenhydraten ist es so, der Körper gibt sozusagen immer so Schritt für Schritt ein bisschen Energie ab, verdaut es auch viel langsamer. Und dann bleibt man auch viel, viel länger satt. Also ich hoffe, ihr habt es jetzt ein bisschen so verstanden, wie ich das erklärt habe. Es ist wirklich ein sehr komplexes Thema, aber auch ein richtig wichtiges. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne einfach mal einen Kommentar da lassen, wenn ihr zum Thema Kohlenhydrate, Abnehmen, die richtigen Lebensmittel, noch mehr Videos sehen wollt. Das passt jetzt einfach alles hier nicht hinein. Aber achtet auf jeden Fall bei Heißhungerattacken auf die richtigen Lebensmittel, das heißt proteinreich, und bei Kohlenhydraten mehrkettige Kohlenhydrate. Ja, und passend zu diesem Punkt kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 6, und zwar den Blutzuckerspiegel schlau erhöhen, sage ich jetzt einfach mal. Denn man könnte ja jetzt einfach sagen, ja, mein Blutzuckerspiegel ist im Keller, ich greife jetzt einfach zu Gummibärchen, zu Schokolade und so weiter. Das lässt natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, den Blutzuckerspiegel ganz schnell in die Höhe schießen, aber natürlich auch schnell sinken. Das heißt, wenn ihr Heißhungerattacken habt, wenn ihr merkt, okay, der Blutzucker ist gerade im Keller, dann müsst ihr natürlich was machen, ist ja ganz klar. Also wenn er schon mal so weit gekommen ist, dann greift besser zum Beispiel zu Obst, lasst den Blutzuckerspiegel auch steigen, aber nicht so stark. Und natürlich ist auch Obst kalorienärmer. Oder ihr greift auch zu Proteine, denn es gibt auch schon einige Studien, die sagen, der Körper isst sozusagen so lange, bis einfach der Proteinbedarf gedeckt ist. Das heißt, versucht einfach ein bisschen auszuprobieren, was brauche ich denn im Moment? Brauche ich eher Proteine? Brauche ich was Salziges? Brauche ich was Süßes? Aber überlegt einfach, wie ihr jetzt den Blutzuckerspiegel wieder in die Höhe schießen lassen möchtet, und greift einfach jetzt nicht dann zu Schokolade, zu Gummibärchen, zu Keksen, Nutella, was auch immer. Ja, es gibt einfach wirklich richtig viele Snacks, die richtige Kalorienbomben sind. Ihr könnt mir aber auch gerne mal einen Kommentar da lassen, wenn ich mal so gesunde Snacks machen sollte, also ein Video dazu. Schreibt es mir mal in die Kommentare, gesunde Snacks, wollt ihr das sehen? Dann mache ich das vielleicht mal. Jetzt kommen wir aber schon zum Punkt Nummer, ich glaube 7, ich hoffe das stimmt. Und zwar versucht bei Heißhungerattacken einfach einen klaren Kopf zu bewahren. Und nicht so, oh Gott, ich brauche jetzt irgendwas, ich nehme das erst Beste. Sondern versucht einfach wirklich euren Körper kennenzulernen, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Versucht wirklich herauszufinden, was brauche ich jetzt? Also ist es vielleicht jetzt Hunger oder ist es wirklich das Signal vom Körper, er braucht einen ganz bestimmten Nährstoff, oder was steckt dahinter? Mir hat es einfach irrsinnig geholfen, dass ich wirklich gelernt habe, auf meinen Körper zu hören. Was brauche ich, was tut mir gut, was tut mir gerade nicht gut? Also wirklich versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren. Tipp Nummer 8. Fette. Ja, ich habe vorhin schon angesprochen, dass der Körper oft bei Heißhungerattacken irgendeinen Nährstoff gerade braucht, und oft braucht auch der Körper Fette. Da würden vielleicht jetzt viele denken, okay, was mache ich? Ich mache mir Pizza oder Chips. Aber nein, das ist natürlich, wie ihr jetzt bestimmt schon wisst, nicht das Richtige. Denn meistens braucht der Körper wirklich hochwertige, wertvolle Fette, wie zum Beispiel das Omega-3-Fett. Ja, wo sind jetzt Omega-3-Fettsäuren drinnen? Enthalten sind sie zum Beispiel in Leinsamen, in Chiasamen, in irgendwelchen hochwertigen Ölen, aber auch zum Beispiel in Nüssen. Also schaut wirklich, dass ihr dann zu hochwertigen Ölen, also zu Omega-3-Fettsäuren greift und nicht wieder zu irgendwelchen Transfetten oder gesättigten Fettsäuren. Tipp Nummer 9. Und zwar Stress bzw. Schlafmangel vermeiden. Ganz, ganz oft steckt hinter Heißhunger eigentlich Stress bzw. Schlafmangel. Ist natürlich jetzt nicht nur für den Heißhunger gut, wenn man Stress und Schlafmangel vermeidet, aber es ist einfach gut zu wissen, so im Hinterkopf zu haben, wenn man weiß, okay, ich habe so oft Heißhunger, vielleicht liegt es ja wirklich am Stress oder an zu wenig Schlaf. Gönnt euren Körper wirklich Ruhe und Erholung, auch wirklich hinsichtlich des Heißhungers, denn dann ist das Problem auch schon ganz oft aus dem Weg geräumt. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Tipp, und zwar Tipp Nummer 10.
Langeweile vermeiden, denn ganz oft steckt hinter Heißhunger Langeweile. Ich glaube, das kennt wirklich jeder. Man denkt sich so, okay, was mache ich denn jetzt? Okay, ich schaue mal in den Kühlschrank, was gibt's denn Leckeres? Ja, also es ist wirklich ganz, ganz oft, dass wenn einem langweilig ist, auch Heißhungerattacken hervorkommen, weil sich einfach der Körper denkt, okay, ich habe gerade Hunger, obwohl ich eigentlich gerade vor einer halben Stunde etwas gegessen habe. Also schaut wirklich drauf, wenn ihr so Gelüste bekommt, sage ich mal, habt ihr jetzt Heißhunger, ist es Hunger, also berechtigt, oder steckt einfach nur ein bisschen Langeweile oder irgendwelche Punkte, die ich gerade genannt habe, dahinter. Ja, ich hoffe, euch haben jetzt die 10 Tipps gefallen und geholfen. Also ich muss sagen, mir helfen die 10 Tipps auf jeden Fall extrem gut. Ich muss sagen, dadurch bekommt man wirklich so Heißhungerattacken sehr, sehr gut in den Griff, wenn man einfach weiß, wie kann ich damit umgehen, beziehungsweise wie kann ich es schaffen, dass es erst gar nicht so weit kommt. Also lasst mir sehr, sehr gerne ein Like da. Würde mich wirklich sehr freuen. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr erstens mal gesunde Snacks von mir sehen wollt und zweitens noch einfach mehr Videos zum Thema Ernährung, Abnehmen oder auch, ja, was auch immer euch da interessiert, sehen wollt. Vergesst jetzt auch nicht, mir auf Insta zu folgen und meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!